Ja, moin moin. Ich bin jetzt auch endlich mal wieder dabei und wir befinden uns gerade vor dem Ritterrost Magic Park in der Lüneburger Heide. Ja, genau. Magic Park Verden. Und zwar unser Erstbesuch und wir haben gedacht, wenn schon, dann richtig. Und zwar finden heute die langen Märchennächte statt. Wir sind gespannt, was uns erwartet. Hauptbesuchsgrund ist natürlich für uns der neue Dark Ride Drachen Magic. Wir sind gespannt. Wir nehmen euch mit, zeigen euch, was es beim Event zu erleben gibt. Und ja, viel Spaß. Los geht's. Jetzt Buffet. Es ist 16:30. Wir haben jetzt schon ein Buffet und einmal alles. Wir haben Schnitzel, Pommes, Kartoffeln, Brokkoli, dann noch Reibekuchen mit Apfelmus und hinten geschnitzeltes. Es gibt auch Veggie-Varianten und ja, alles, was das Herz begehrt. Perfekt. So, wir haben es gegessen, das war echt gut, da habe ich nicht gedacht. Das ist ein Buffet aus Schnitzel, vegetarisch, wie ihr jetzt gerade schon gesehen habt. Und es hat gut geschmeckt. Also das war, Bobby muss mit drauf. Das war wirklich nicht schlecht. So, und jetzt kommt schon die Anweisung, dass wir gleich uns draußen treffen. Und dann geht es weiter zu einer Show. Ich habe keine Ahnung, weißt du, wie die heißt? Nee, ich weiß auch gar nicht, wie wir da hinlaufen. Also, wir werden es finden, ja. Irgendwie mit der Gruppe. Und ja, dann geht es jetzt weiter. So, wir kommen jetzt gerade aus der Show. Ich weiß immer noch nicht, wie sie heißt. Sie war mit Zauberer Fabulous. Er soll so ein bisschen Faxen gemacht mit den Kindern. Das ist für die Kids echt eine süße Show. Ich fand sie ganz lustig. Wie fandst du es? Auch sehr unterhaltsam. Gerade für die Kinder ist das eigentlich auch eine wirklich sehr, sehr gute Show. Das war toll. Und jetzt stehen wir hier vor dem neuen Dark Ride Drachen Magic. Und wir schauen mal rein, ob der schon auf hat und nehmen euch mit auf eine Fahrt. Ich bin Gloria von Eulenstein und führe euch nun durch die wundersame Scheune von Frederick Finlay Fabulous, den fabelhaften Zauberer. Huch, nun wäre ich beinahe von der Stange gekippt. Ich glaube, Fabulous hat uns versehentlich verzaubert. Seid mal leise, Freunde. Höre ich da etwa schon Fabulous Beute? Tatsächlich, da sind ja alle Mäusefreunde. Ach, seht nur! Franz, der balancierende Drache. Ob ihm wohl auch schwindelig ist? Karl im Waschzuber. Der hat es aber wirklich nötig. Ich glaube, da klopft jemand an der Toilette. Ach, liebe Zeit, ihr habt doch nicht etwa. Da ist ein Nest lauter Eier. Da kommt ja Rauch auf Werners Nase. Der will doch nicht etwa das Stroh anzünden. Geschwind entdeckt, als würden sie ihn nicht sehen können. Anton ist so ein Witzbold. Oh, da guckt ja Kelly, die Drachenmama, durchs Fenster. Sag mal alle ganz laut, hallo Kelly. Hallo Kelly, Kelly. Jetzt wird es ein wenig ruhiger. Es ist ja vor Weihnachten. Och nein, der Feldschorn hat so herumgetollt, dass die ganze Weihnachtsdeko durcheinander geraten und überall verstreut ist. Ach, ist das alles aufregend. Nun sieh mal einer an. Fabulous und Richard beim Tee trinken. Da hätte ich ja lang besuchen können. Und das funktioniert gut. Wir haben gerade eine Taschenlampe hier, um uns zu beleuchten. Der Park ist nämlich ganz dunkel. Und ihr habt ja ab und zu gesagt, jetzt ist mein Arm im Bild. So, ja, jetzt bin ich besser. Ja, jetzt. Also Taschenlampe zur eigenen Beleuchtung. Guck mal, so seht ihr uns mal. Das sollten wir überall machen, wenn es dunkel ist. Aber jetzt zum Punkt. Wir waren in Drachen Magic. Drachen Magic waren wir drin gewesen. Oh, jetzt ist es lost. Ja, nochmal.
Los, komm zurück, ich kann das nicht, geil. Oh mein Gott. Ja, wir kommen gerade aus Drachen. Aus Drachen-Magic. Und ich fand's richtig cool. Die haben wirklich einen tollen Dark Ride draus gemacht. Ihr habt über so kleine Drachen-Animatronics und fahrt auf so einer Art fliegenden Sofa durch die Halle durch. Ja, wie fandst du's? Ja, also hat mich sehr überrascht halt für so einen Park, ne? Halt wirklich eine ziemlich gute Attraktion, muss ich sagen. Das haben die wirklich schön gemacht. Ihr habt Onboard-Sound, der ist toll. Und ihr fahrt da kreuz und quer hin und her. Alle Räume sind mit Vorhängen abgehangen. Das finde ich persönlich ganz toll. Und jetzt schauen wir hier mal weiter durch den dunklen Park. Ihr habt überall so kleine Fackeln auf dem Boden. Ich zeige euch das gleich nochmal. Und ja, es ist hier, fährt gerade die Schiffschau. Ihr habt es gerade schon gesehen. Self-operated. Ich glaube, wir schauen mal Richtung Märchenwald, oder? Ja. Ja. Hier ist irgend so ein Drasinen-Schienendings. Oh, ich finde, es funktioniert sogar. Es ist beleuchtet, das ist auch schön. Ja, jetzt fahren wir durchs Nichts. Genial. Habt ihr den Trick bemerkt? War doch klasse, wie der Igel mit seiner Frau den spottenden Hasen hereingelegt hat. Das ist auf der Heide in Buxtehude passiert. Und es heißt, dass sich dort kein Hase mehr traut, mit einem Igel zu wetten. So, jetzt haben wir einmal durch den Märchenwald. Dauert 50 Minuten so eine Runde, wenn ihr euch jedes Märchen anguckt. Ihr habt es gesehen, wir haben uns nicht jedes Märchen angeguckt. Wir wollten da jetzt nicht warten. Märchen ist jetzt nicht so unsere Welt. Aber es war ganz süß. Das sah im Dunkeln echt toll aus. Und jetzt wollten wir gerade eine Runde mit der Achterbahn fahren. Aber es ist ziemlich kalt heute. Wir haben vielleicht 2-3 Grad. Und so ein Zierer Tivoli, der macht die Temperaturen halt nicht unbedingt mit. Und die Bahn hat einen Rollback. Die steht gerade mitten auf der Strecke. Aber Lob an den Magic Park. Die sind schon dabei, die wieder zu bergen. Und die gerade da wieder rauszufischen. Vielleicht läuft sie später. Also sie fuhr vorhin auch schon. Wir sind halt nicht als erstes dahin gegangen. Das war dann unser Untergang. Wir schauen später nochmal vorbei. Der Park hat nämlich, glaube ich, noch so 3-4 Stunden auf. Und mal gucken, was wir jetzt noch so entdecken. Viel Spaß. Achtung. Jo, danke. Ach, ich muss gedrückt halten. Das ist ja auch schön. Hast du Spaß? Ja, super sehr. Hey, nochmal! Ja, wir befinden uns gerade vor dem Magic Labyrinth und gehen da jetzt mal rein. Ja, so eine Magic Maze. Wir haben keine Ahnung, was das ist. Es scheint irgendwas Großes, Labyrinthartiges. Warte, ich bin schon wieder außer Licht, die Taschenlampe, du. So. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Schön, wir gehen da jetzt einfach mal rein. Ah ja, jetzt sieht man was. Also so sieht das hier aus mit Licht. Oh, scheiße. Jetzt, wo müssen wir jetzt lang? Ja, gut, ich würde hier nach innen. Wir müssen den Turm finden. Das ist die Aufgabe. Da hinten ist irgendwo ein Turm. Na, wir gucken mal. Die gute Nachricht ist, ich hab's geschafft. So bin ich ein bisschen beleuchtet, ich hab's geschafft. Aber ich habe Robby verloren. Nein, da kommt er wieder. Wir haben uns gefunden. Yeah. Ja, aber schauen wir mal. Ja, Robby, macht euch mal ein bisschen Licht. Schaut mal, wie heftig groß das ist. Das ist wild. Wir gehen einmal hier rum. Das geht noch einmal komplett hier rum.
Abfuhr nach Polen. Ich sag zu den ganzen Leuten, schickt mir eben euren Personalausweis, ich muss die Flüge buchen. Und dann... Die ist ekeliger als gedacht. So, für euch einmal kurz zum Zeigen. Für die Märchennächte habt ihr nämlich nicht den ganzen Park zur Verfügung, sondern hier unten ist der Haupteingang, da geht's rein. Man sieht es gerade nicht wegen der Lampe, so ein bisschen geblendet. Blende mal ein bisschen zur Seite. Ja, jetzt ist besser. Also hier ist der Eingang, dann geht ihr hier rein. Da gibt's das Essen in dem Restaurant. Und dann habt ihr für die Märchennächte zur Verfügung hier diesen Bereich mit dem Dreieck, die Achterbahn eigentlich und bis hier vorne. Plus Märchenwald. Der ganze Teil, der sich hier hinten befindet, der ist für die Märchennächte geschlossen. Und auch hier oben, alles rund um die Wildwasserbahn, könnt ihr nicht besuchen. Aber das macht nichts. Die Atmosphäre ist nämlich bis jetzt, ich kann das mal wenden. Nein, wenden und mit auf die Kamera. Ah, ja. Die Atmosphäre ist ganz cool. Und sieht toll aus mit den ganzen Lampen hier. Wir schauen noch mal weiter, denke ich. Schiffschaukel sind wir auch gefahren. Diese kleinen Dinger sind auch ziemlich ekelhaft, finde ich. Und ja, jetzt kommt ja dieses typische und ja, wenn man nicht weiß, was man sagen soll. Ich glaube, ja. Ich mach's aus und wir gucken einfach woanders hin. Oh Gott, ja, ey. So, die Achterbahn wurde tatsächlich gerade wieder zurückgeholt. Die steht jetzt hier unten in der Station. Und die soll jetzt eine halbe Stunde vorheizen und dann fährt die heute noch. Also den Count kriegen wir vielleicht sogar noch. Also wir freuen uns drüber. Das ist echt tolle Leistung. So macht Spaß hier. Achso, und bis dahin, wir haben uns gerade noch einen Kakao geholt gehabt. War auch sehr lecker, 2,90 Euro das Stück. Hier hatten nämlich so einen Kiosk geöffnet mit Süßkram und Kakao und Würstchen-Sandwiches, glaube ich, gab es auch. Und haben uns jetzt am Lagerfeuer aufgeheizt. Ja, und die halbe Stunde, die warten wir jetzt noch. Es ist 8:30. Und ja. Oh, du hast blaue Flecken im Auge, es tut mir leid.
Moment mal, ihr könnt doch einen Code für die längste Achterbahnfahrt kriegen. Ja. Wir gehen nach Hause. Ja, Satz mit X, das war wohl nichts. Ihr habt gesehen. Wir hatten Rollback. Hey! Für uns war es toll. Das ist ein halber Count, haben wir jetzt. Ja, sie haben es versucht. Ihr habt es tatsächlich in der Testrunde schon nicht geschafft. Das war schon was. Wir haben alle gefiebert. Hier war es noch. Der FKF ist auch da. Wir standen da alle Riesenschlange und die haben tatsächlich sich eine Testfahrt getraut. Und die blieb nach dem ersten Drop oben auf dem Hügel schon fast stehen, ist millimeterweite weitergerollt und hat es dann geschafft. Und die haben gesagt, ja, wir versuchen es halt. Und dann haben wir die halbe Strecke geschafft und dann sind wir wieder zurück. Ja, ist auch ein Erlebnis. Und ja, für den Park natürlich schade jetzt. Oh, Robby hat einen Schatten im Gesicht. So. Für den Park natürlich schade, weil die jetzt morgen den ganzen Spaß schon wieder bergen müssen. Aber naja, sie haben sich mit die Arbeit gemacht. Das ist ganz toll. Also vielen Dank, Magic Park, dass ihr es versucht habt. Und ja, wir fahren jetzt nochmal eine Runde Drachen Magic, weil es so schön war. Und danach machen wir uns auf den Rückweg. So, das war's aus dem Magic Park Werden von den langen Märchennächten. Ja, das war ein abenteuerreicherer Tag, als wir gedacht haben. War cool. Das Essen war mega, das Buffet hat mir echt gut gefallen. Was sagst du zum Buffet? Wirklich, das Buffet, das hat sehr, sehr, sehr lecker geschmeckt. Ich habe mir da auch sehr viel rausgesucht, habe quasi von jedem etwas probiert und ich fand eigentlich alles hat wirklich sehr gut geschmeckt. Genau. Und Getränke waren auch inklusive. Das ist auch nicht selbstverständlich. Also wirklich cool, dass das mit dabei war. Dann ging es in den Freizeitpark, dann haben wir noch die Show gesehen. Genau, die war auch mega süß, hat toll gewesen, ist Spaß gemacht. Und Drachen Magic war mein Highlight hier im Park, der neue Dark White. Den haben die wirklich toll umgesetzt. Da rechnet man gar nicht mit hier in so einem kleinen Park, dass da so ein Hammer Dark White kommt. Und ja, was sagst du zum Dark White? Also das Gleiche, was du gesagt hast. Ich finde das echt... Ja, so geht's auch. Ja, das Gleiche, was du gesagt hast. Nee, ja. Für so einen kleinen Park wirklich eine tolle Umsetzung von diesem Dark White. Also wirklich haben sie echt in dem Maße wirklich schön gemacht. Genau, ja, und jetzt das Highlight des Abends. Wir haben bestimmt anderthalb Stunden darauf gewartet, dass die Achterbahn wieder läuft. Und nochmal vielen Dank an den Park, dass ihr euch hier die Arbeit gemacht habt, die nochmal zurückzuholen in den Bahnhof und dann über eine halbe Stunde haben lang aufheizen lassen. Mit dem Resultat, dass wir in einer voll besetzten Bahn wieder zurückgerollt sind. Aber es ging super schnell. Also nachdem wir da zurückgerollt sind, wir wurden sofort rausgeholt und evakuiert. Es war auch ganz klasse. Ging ganz einwandfrei, reibungslos und schnell zu Ende. Tja, wir haben einen halben Count und kommen im Sommer wieder und holen uns nochmal die andere Hälfte und wollen den Park uns nochmal im Hellen angucken und nochmal sehen, was es hier noch so zu erleben gibt. Das machen wir im Sommer nochmal wieder und ja, wolltest du noch was sagen? Nein, eigentlich nicht. Alles gesagt, dann hoffen wir, euch hat das Video gefallen und dann sehen wir uns irgendwann wieder, spätestens zum Saisonstart. So, dann tschüss und bis zum nächsten Mal.